Wir beginnen jetzt mit der Einsatzkommandoübergabe des Militärkommando Tirols. Eine einsatzmäßige Kommandoübergabe verlangt nicht viele Worte. Lassen Sie mich bekennen, dass ich mit Leib und Seele Soldat des österreichischen Bundesheers war und bin. Ich habe mein dienstliches Leben immer in vollen Zügen genossen. Ich konnte kreativ sein, ich durfte fordern, aber auch helfen. Meinen wichtigsten Dienst habe ich in Tirol erfüllt. Es lebe das Militärkommando Tirol. Ich melde mich aus meiner Funktion als Militärkommandant ab. Es erfolgt jetzt die Fahnenübergabe. Man muss etwas lieben, damit man für etwas brennt. Man muss in seiner Heimat und mit dem Bundesheer verwurzelt sein, um sich selbst dafür hinzugeben. Mein Dank gilt aber auch allen politischen Entscheidungsträgern, die Vertrauen in mich gesetzt haben und mich unterstützt haben. Abschließend möchte ich noch einmal versichern, dass ich mit all meinen Kräften und Fähigkeiten diese ehrenvolle, anspruchsvolle, herausfordernde und wichtige Kommandantentätigkeit wahrnehmen werde. Lieber Herbert, du hast das Militärkommando Tirol und die Sicherheitscommunity in Tirol und weit darüber hinaus mitgeprägt. Für seine umfangreichen Verdienste um das Bundesland wurde das Ehrenzeichen des Landes Tirol und die Ehrenbürgschaft der Universität Innsbruck verliehen. Ich darf dir und deiner Familie einen wunderschönen weiteren Lebensweg bei bester Gesundheit wünschen. Vielen herzlichen Dank. Zu meiner großen Freude wurde Oberst Strein zum Pionieroffizier ausgebildet. 5 Jahre lang war Oberst Strein im Kabinett von 6 Bundesministern tätig. Ein würdiger und bestens geeigneter Nachfolger. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Energie und alles erdenkliche Soldatenglück. Ich danke schön. Lieber Herbert, du warst immer ein Vorbild für viele Offiziere als ein äußerst einsatzwilliger und jederzeit verantwortungsbewusster Militärkommandant. Und ich möchte mich im Namen des Dienstes, aber auch persönlich bei dir sehr herzlich für deinen Einsatz und deine Leistung bedanken. Ich möchte deinem Nachfolger, dir, lieber Ingok Strein, viel Soldatenglück wünschen für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Ich möchte dir nun, lieber Herbert, bei dieser Kommandoübergabe herzlich danken für die persönliche Unterstützung, die du mir gegeben hast. Und auch deine Tätigkeit als Militärkommandant, wo ich dann Landeshauptmann war, ist einzigartig. Du bist ein ganz toller Mensch, der ist einfach, der hat eine Handschlagqualität. Und du bist einer, wo die Verlässlichkeit ganz besonders ausgeprägt ist. Ich danke dir sehr herzlich. Lieber Oberst Ingok Strein, dir
meine herzlichen Grüße, meine Glückwünsche und wünsche und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Es lebe das österreichische Bundesheer und es lebe unser Land Tirol. Es ist mir ein ganz besonderes Bedürfnis, dass ich mich als Bundesministerin hiermit auch offiziell für dein Engagement bedanke. Dein Einsatz, der ist vielen anderen Soldatinnen und Soldaten ein ganz besonderes Vorbild. Ich wünsche dir nun vor allem eines, alles Gute und gerade in diesen Zeiten viel Gesundheit. Herr Oberst Gstrein, ich bin überzeugt davon, dass du diese ehrenvolle, wichtige, vor allem auch fordernde Aufgabe großartig meistern wirst. Es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe die Republik Österreich.